Was für eine ungewöhnliche Situation. Ich stehe im Nationalpark in Wyoming, habe gerade meine Frau im Pflegeheim abgegeben und werde meinen Job als Brandwächter antreten. Ich hoffe, es wird ein entspannter Sommer. Ich sehe die Spannung vor lauter Bäumen nicht. Kann ein Spiel wirklich interessant sein, indem man nur im Wald herumrennt? In Firewatch lernt man zwei verschiedene Charaktere kennen. Den eben erwähnten Brandwächter Henry und seine Chefin Delilah. Mit ihr steht er über ein Walkie-Talkie in Verbindung und sie ist auch sein einziger Kontakt zur Außenwelt. Es mag ein bisschen langweilig klingen, aber ihre Gespräche sind wirklich witzig und oftmals sehr sarkastisch. And? Don't you think that's, you know, like, disconcerting? Henry, there are 500-pound grizzly bears out here. They sharpen their claws on trees. Aber es ist genau wie im echten Leben. Denn gerade wenn man denkt, dass nichts mehr kommt, findet man eine kleine Notiz, die einen vermuten lässt, dass Henry und Delilah eben doch nicht allein im Park sind. Wait, hold on, something's out here. Henry. Genial umgesetzt ist die Grafik von Firewatch. Und zwar nicht, weil das Spiel so wahnsinnig echt aussieht, sondern weil es ein Mix aus comichaften und realistischen Elementen ist. Firewatch ist kein Spiel für Ungeduldige, weil es sich teilweise in die Länge zieht. Ich würde es gerne mit anderen Spielen vergleichen, das geht aber nicht. Es ist wirklich einzigartig. Aber man muss sich auf das Spiel einlassen und man muss ihm ein bisschen Zeit widmen.